Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hearthstone. Wir zocken uns weiter in der Rangliste hoch und diesmal spielen wir wieder mit dem Paladin. Wollen wir mal starten? Ich hoffe, der Agro-Paladin beschert mir heute einfach mal ein bisschen mehr Glück. Die letzten Male lag es nicht daran, dass das Deck schlecht ist oder so, auch wenn ich es doch als schlechtestes meiner vier auserwählten Decks erachte, die mich in der Rangliste hochbringen sollen. Aber göttliche Gunst ist einfach bisher noch kein Mal zum richtigen Zeitpunkt auf meiner Hand gewesen. Und das stört mich gewaltig. Und wenn es dabei bleibt, dann werde ich eine göttliche Gunst zumindest rausnehmen. Denn so bringt das einfach nichts. So, hier schmeißen wir mal die ganze Hand weg. Ja, das ist schon wieder der größte Scheiß. Jetzt habe ich göttliche Gunst zweimal auf der Hand und teure Karten dazu. Es wird mir nichts bringen. Wahrscheinlich das ganze Spiel über wird es mir nichts bringen. Außer der Gegner ist ein Handlock und wenn er ein Handlock ist, dann werde ich wahrscheinlich sowieso verlieren. Denn wenn ich so lange warten muss, dann ist es schon längst zu spät. So, er zieht immerhin erstmal eine Karte. So, haben wir ihn schon mal auf 24, das freut mich schon mal sehr. Er zieht weiter Karten, also Handlock. Egal wie viel ich ihm jetzt abziehe, wenn es ein Handlock ist, dann wird er sowieso später. Seine Mittel finden, sag ich mal, um zurück ins Spiel zu kommen. Okay. Wir gehen wieder damit voll ins Gesicht, hauen den so weg. Okay, das war scheiße. So, und wir verbrauchen jetzt erstmal die Waffe, den Echtsilber-Champion noch nicht, denn es kann natürlich gut sein, dass jetzt genau sowas passiert. So, warte mal. Ich jetzt schon irgendeinen Weg, es komplett zu beenden? Lasst mich nachdenken. Nee, ich glaube noch nicht. Scheiße, es fehlt genau ein einziger Schaden. What the fuck, Alter? Machen wir erstmal so. Wieder zwei Schaden. Ja, das tut mir aber leid. Verloren. Winner! Geil, Mann. Handleck. Den Handlock einfach weggenutzt, Alter. Sehr, sehr geil. Hätte ich nicht gedacht. Okay. In gewissen Situationen kann das Agro-Paladin-Deck vielleicht doch mehr, als ich
gedacht hätte. Also, weiter so. Weiter so, so kann es weitergehen. Aber ich bin auch der Meinung, dass ich in den drei Sp Folgen, wo ich hintereinander auf einmal nur noch auf die Fresse bekommen habe, da hatte ich auch einfach nur Pech. Ne? So zum Beispiel jetzt hatte ich einfach Glück. Es hat genau gepasst, ich habe genau die Karten gehabt, die ich brauchte. Manchmal hat man einfach nur Pech. Ja? Man hat genau das, was man braucht, nicht. Ehrenhaft kämpfen. Scheiße. Die beiden will ich am Anfang nicht. Den Südmeer-Deckmatrose kann schon mal mitkommen. Ist nämlich ganz gut in Kombination mit Ruf zu Freude den ist Waffen. ganz meinerseits. Ja, bin ich mal gespannt, wie er jetzt anfängt. Okay. Haha! Gucken, wird er jetzt das machen, ihn den Gottesschild wegnehmen und dann ihn sein Südmeer-Deckmatrosen dafür aufopfern? Jo. Alles klar. Kann man machen. So, und dann hauen wir nächste Runde richtig schön alles raus, damit wir bald mal schön göttliche Gunst einsetzen können. Auf alle einen Schaden. Ja. Gut. Machen wir das doch mal so. Für die Gerechtigkeit. Und dann haben wir ihn schon mal auf 20. Nächste Runde können wir vielleicht schon mal schön Karten ziehen mit göttlicher Gunst. Er soll bloß nicht zu viele ausspielen. Okay. Und jetzt? Das wäre ein relativ schwacher Zug gewesen, wenn es dabei bleibt. Okay, dankeschön. Jo. Nehmen wir. Nehmen wir doch dankend an. Und dann werde ich einmal schön Karten ziehen. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Nichts mit mir. Lass ich dem guten hier ein Gottesschild. Für die Gerechtigkeit. Und dann haben wir ihn schon auf 11. Aufgepasst. Was kommt denn jetzt Ich bin noch? bereit zu lernen. Zu lernen. Okay. Warte mal. Jo, das ist schon der Sieg. Es tut mir leid. Auf in die Schlacht, Made. Dafür bin ich. Für die Gerechtigkeit. Bam! Alter. Lief richtig geil, zweimal lief's richtig geil mit dem Agro-Paladin. Vielleicht habe ich den guten doch ein bisschen unterschätzt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, Leute, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr ein Abo, ein Däumchen oder einen Kommentar da lassen würdet oder auch alles zusammen. Und ich sag dann erstmal bis zur nächsten Folge. Ciao.